Und raus mit dem Köder hier an der Yama und weiter testen. Es ist 5 Uhr morgens, beziehungsweise gleich schon 6 Uhr morgens. Und an der Yama ist es genau die richtige Uhrzeit, um zack, hier reinzugehen und Lachse zu fangen. Also probieren wir es hier weiter aus an der Yama. Ich hatte gerade schon 2 andere Spots ein wenig ausprobiert und dann kam die Nacht. Und in der Nacht ist dann hier an der Yama auch erstmal ein bisschen Flaute. Zack, Silberlachs rein. Perfekt, Silberlachs immer richtig gut. Wenn man einen Spot hat für einen Silberlachs, zack, 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 rausziehen und auch Silber machen. Dann läuft das doch richtig gut. Einer der Top-Köder, der dafür immer wieder gut funktioniert, ist eben hier der Weiko mit 14 Gramm. Auf das Setup gehe ich gleich im Detail nochmal drauf ein, damit man das ein wenig vielleicht nachmachen kann oder eben was Ähnliches zumindest auch mal ausprobieren kann. Generell bin ich vom Setup hier immer relativ fein und leicht unterwegs, gar nicht mal hier so groß mit der Angst vor den großen Timen. Hat natürlich immer ein gewisses Risiko, aber es ist einfach so, dass deutlich mehr Frequenz auf den normalen oder auf den Zielfischen dann drauf ist, auf Silberlachs oder auf Rotlachs. Und von daher muss man da einfach so ein bisschen ins Risiko reingehen. Das heißt, in der Regel bin ich so mit 12 bis vielleicht 15 Kilo hier unterwegs, mehr auch nicht. Und da ist auch schon der nächste drauf, sehr gut. Also, die Rolle ist jetzt gerade so eingestellt, dass ich hier mit Tempo 20 ungefähr, ich gucke gleich nochmal, gerade locker durchziehe. Gucken wir, ja genau, 20, 21. Also relativ langsam sogar. Zwischendurch geht aber auch immer mal wieder ganz gut, wenn man so auf Tempo 50 ist und dann einfach so ein paar schnelle Jigs macht und dann längere Phasen einfach treiben lässt. Einfach wirklich lange Zeit ein bisschen wegtreiben lassen und dann ein paar Mal wieder durchkurbeln und dann wieder lange Zeit einfach treiben lassen. Deutlich länger eben als das normale Jiggen. Zack, jetzt kommt ja auch schon der Biss. Auch das war jetzt gerade hier mit Tempo 20, aber auch mit Shift. Also nochmal so ein bisschen schneller als normal. Da muss man einfach wirklich rumspielen und viel testen, ob das einfache Durchleiern funktioniert. Also einfach konstant mit einem Tempo durchziehen oder Stop and Go. Oder eben, wie gesagt, so richtig mit einer langen Pause, ob das funktioniert. Das muss man einfach testen. Die Keterlachse hier an der Stelle waren jetzt gerade auch in der Nacht. Das war übrigens auch der Grund. Ich hatte in der Nacht halt noch ein bisschen weiter probiert. Das war der Grund, zack, der nächste direkt, warum ich hier auch direkt geblieben bin. Einfach um weiter zu testen, wenn doch hier schon auch die Keters reingehen. Vielleicht geht auch noch was anderes rein. Und ja, bisher zumindest auch noch ein paar Silberlachse dabei. Da können wir doch schön drauf probieren, das Ganze aufzubauen. Nächster Silberlachs hier. 2 Kilo, schön mit dem Laichkleid, also mit der anderen Färbung. Sehr, sehr nice. Also direkt wieder raus damit. Bisschen treiben lassen und in der Zeit gucken wir gerade schon mal hier in den Kescher rein. Ab hier unten. Genau, die Nacht ging es dann hier langsam los. Das war noch von, ja, von vor 5 Stunden. Aber hier geht es eben los. Das war direkt am Campingplatz, da ein bisschen rumprobiert. Da war dann nichts. Dann bin ich weiter rumgelaufen, habe hier einen anderen Spot probiert. Das war jetzt auch noch nicht so populär. Und jetzt aber hier in der Nacht bzw. in den Morgenstunden geht es dann langsam los. Hier eben auch mit den Silberkarpfen. Guck mal hier, das war jetzt nur noch treiben lassen. Ohne irgendeine Bewegung auswerfen, Bügel zumachen. Der Köder treibt hier durch diese starke Strömung einfach ein bisschen weiter. Und schon kommt hier ein Biss. Sehr, sehr nice. Ja, von der Position her, von der Stelle her, gucken wir natürlich gerade nochmal eben rein auf die Map. Einfach schon mal wieder auswerfen hier. Treiben lassen. Ich bin hier, ja, kurz vor diesem 2-Meter-Loch und werfe einfach hier hin. Und wir landen hier irgendwo an dieser Kante. Schon wieder Biss. Irgendwo an dieser Kante, würde ich sagen. Und da klappt das einfach gerade richtig gut. Und das ist einfach auch eine Stelle, die man immer mal wieder testen kann. Der letzte Test, der war ein bisschen weiter oben. Da ist die Position
179, 179, ungefähr so in dem Bereich, oder 178, 179, so in dem Bereich. Und dann wirft man da vorne hin in Richtung, schon wieder bis, wow, in Richtung der Insel wirft man da. Und da geht das dann auch immer gut. Und einer der Spots, die auch immer noch gut funktionieren sollen, ist der 150er. Den hatte ich ja jetzt schon zuletzt im letzten Yama-Video gezeigt und der soll auch immer noch gut funktionieren. Also der 150er hier unten im unteren Bereich, zeige ich gleich nochmal eben auf der Map. Den direkt wieder auswerfen und die Chance nutzen. Und zwar ist das hier in dem Bereich, muss das sein, oder? Ja doch, oder ist es hier? Also irgendwo hier in diesem Bereich am 3,5 Meter Loch, ich meine es ist hier 150er und dann da auch einfach hier diesen gesamten Bereich eben abfächern. Verschiedene Kanten, verschiedene Tiefen, das ist immer wieder gut. Das heißt, wir können dann hier mit den Ködern an den Kanten schön vorbeiziehen und haben dann eben durchaus eben die Möglichkeit, dass dann da eben ja verschiedene Spots sind, durch die wir dann mit dem Köder quasi durchziehen. So, jetzt leiern wir hier nochmal eben, zack, und der nächste. Nice. Also, läuft gerade richtig gut hier. Was ist natürlich auch noch wichtig, das Wetter ist immer wichtig. Das heißt, das kann bei dir natürlich hier auch wieder etwas anders sein, wenn du etwas andere Temperaturen hast oder wenn du etwas anderes Wetter allgemein hast. Im Moment hier, ja, ein bisschen durchwachsen, aber auch der Tag zuvor war so um die 20 Grad. Da war es hier so halb bewölkt. Und ja, mal gucken, wie sich das jetzt so in den nächsten Stunden verändert. Ich denke mal, so eher im kühleren Bereich ist es vielleicht gar nicht verkehrt. Da sollte das eigentlich auch ganz gut funktionieren an der Yama. Ich würde, glaube ich, gar nicht so ganz an den heißen Tagen hier hingehen. Wenn, aber Hammer, wenn das so warm ist, dann einfach die Yama skippen. Und einfach dann erst wieder hin, wenn man mal mehrere Stunden am Stück wieder ein bisschen kühleres Wetter hat. Es kann aber auch verregnet sein. Also es muss nicht nur hier Sonnenschein sein, sondern es kann auch einfach durchaus Regenwetter sein. Klappt auch immer mal wieder gut. Ja, im Großen und Ganzen ist es das. Wir gucken gerade noch mal eben in das Setup rein. Vielleicht geht jetzt hier gerade noch einer drauf. Den lassen wir jetzt hier noch mal ein bisschen treiben, den Köder. Wie gesagt, immer wieder gut die gesamte Weiko-Serie. Das sind die mit 14 Gramm. Und das lohnt sich immer wieder. Die nutze ich auch zum Testen. Also das sind, was heißt die ganze Serie? Ich sag mal, die mit den eindeutigen Farben, das sind eigentlich die, die immer wieder gut funktionieren. Wir gucken uns das gleich einfach im Detail nochmal eben an. Ich ziehe mal eben durch hier. Na, geht hier vorne vielleicht noch was. Mal ein bisschen langsamer durchkurbeln hier, nur mit 20. Nochmal eine Pause. Aber ich glaube, wenn das schon so weit jetzt hier durch ist, dann geht hier auch nichts mehr, ne? Nochmal ein bisschen. Aber das war es wahrscheinlich. So, dann komm rein hier. Und wir schauen mal eben rein. Also, einfach nur, ja, von der Größe hier sogar ein sehr großer Haken drauf. Theoretisch würde ich, sag mal, auch einen 2-0er durchaus reichen. Muss ich mal gucken, werde ich wahrscheinlich direkt nochmal umbauen. 4-0er ist schon ein bisschen groß. 2-0er absolut ausreichend als Haken hier. 2 Nummern kleiner sollte durchaus funktionieren. Wenn wir jetzt hier reintippen, das sind jetzt hier gerade die 8 Grammer. Die kann man zum Beispiel auch an der Belaya durchaus mal testen. Aber jetzt hier für die Yama, da müssen wir schon ein bisschen größer dran. Und ich gehe einfach nur in der Suche oben, einfach nur mit der 14 da rein. Und sofort haben wir hier die gesamte Serie 14G. 14 Gramm in verschiedenen Farben. Und dann, wie gesagt, gerade die eindeutigen Farben sind die, die eigentlich immer ganz gut sind. Einmal hier dieser blaue, der grüne, rot und der pinke, der violette. Und dann der gelbe, den ich drauf habe, der ist richtig gut. Und vielleicht noch hier der gestreifte. Das sind so die wichtigsten. Vielleicht noch hier der Weiko in den Elver, in Anthrazit, Schwarzfarben. Aber das reicht dann eigentlich schon. So für den Start, für den Anfang kann man das ganz gut nehmen. Details, guck mal, hier haben wir einen Einserhaken sogar nur drauf. Also auch das durchaus eine Option. Sollte eigentlich auch fast reichen. Einser, 1-0er, 4er. Ja, ist jetzt ein bisschen klein vielleicht. Also gerade für die, das ist auch nur der 8er. Mal eben drauf, hier ist der 14er. Genau, auch hier einen Einser drauf. Aber
mit dem hier klappt es einfach immer wieder ganz gut. Und das ist für mich auch einer der wichtigsten. Also der und der Grüne, die werden als erstes getestet. Ich habe schon wieder den Achter, ne? Ja. Aber auch der funktioniert. Guck mal hier. Selbst der Achter, wenn ihr also ein kleineres Setup habt, zum Beispiel das Yamaset Start. Ich verlinke das nochmal. Yamaset Start, das Video dazu. Ein Setup, eine Route und eine Rolle, was man sich eben ab Level 20 sehr gut holen kann. Das ist quasi der nächste Schritt nach dem Belaya Setup. Dann holt man sich dieses Setup ab Level 20 dann schon und damit kann man dann am Koori angeln, damit kann man auf Hechte gehen, an der alten Festung. Da gibt es auch noch ein Video zu und dazu kannst du dann auch, das kannst du zum Schleppen am Wolchow sogar mit verwenden. Also das ist wirklich dann ein wirklich gutes, solides Setup, was dann, wenn du das Level erreicht hast, eben auch richtig gut ist, nochmal hier an der Yama, weil das Wurfgewicht so gut ist, dass man eben auch hier mit diesen kleineren Ködern richtig gut auswerfen kann. So, jetzt nochmal hier weiter auf den 14 Grammer, raus damit. Übrigens auch die Hunter Serie 2, auch durchaus eine Option, auch da wieder diese üblichen Farben, wie gerade schon genannt, auch einfach die dann von der Hunter 2 Serie. Auch das sind die mittleren, die auch wieder hier richtig gut funktionieren können. Ja, so viel dazu. Das gesamte Setup ist, wie gesagt, relativ klein zusammengebaut. Klar, die Route komplett übertrieben, genauso wie die Rolle, braucht man halt absolut nicht. Gibt mir bloß hier die Möglichkeit, die kompletten 300 Meter Schnur sozusagen hier ganz bequem auf der Rolle drauf zu haben, falls dann doch mal was Größeres reingeht, dass ich ein bisschen Chance habe, in den Drill zu gehen. 12,3 Kilo Fluoro komplett. Fluorocarbon-Schnur komplett. Fluorocarbon ist relativ dick. Wenn man da ein bisschen kleiner oder dünner reingehen will, warte, ich ziehe nochmal eben ein hier, dann kann man natürlich auch einfach eine Braid nehmen, eine geflochtene Schnur und dann verwendet man einfach einen Vorfach. Ne? Das kann man natürlich auch machen, dann hat man mit der geflochtenen Schnur nochmal mehr Meter Schnur drauf, aber in der Regel reichen hier eben auch 300 Meter Schnur Dicke aus. Und dann, wie gesagt, ohne Vorfach jetzt gerade hier unterwegs, weil das eben, zack, der nächste Silberlachs. Na guck, läuft doch. Ja, also mit diesem Setup klappt das so ganz gut und das ist auch für mich immer so der erste Test. Wenn es dann schwierig wird und da immer noch nichts drauf geht, dann gehe ich nochmal runter auf 9 Kilo. 9 Kilo Fluorocarbon. Da haben wir die hier. Und wenn das dann ein bisschen gefährlicher wird und es geht schon der erste Königslachs rein, dann gehe ich auch gerne mal auf das 15er. Dann haben wir hier die 15 Kilo Schnur. Auch das sollte dann eigentlich reichen und weit größer gehe ich damit gar nicht an der Yama. Tja, so viel dazu. Zieht raus die Brocken. Ich muss sagen, bisher bin ich schon sehr zufrieden. Einige Silberlachse. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ziehe mir noch ein paar Silberlachse raus. Vielleicht geht ja sogar noch eine Trophy rein. Petri Illumils, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Und ansonsten auch mal auf YouTube. Auch immer um 19 Uhr live, um das nicht zu verpassen. Am besten noch die Glocke reinhauen. Dann kriegst du nämlich eine Info, wann ich auf YouTube live bin. Petri, bis zum nächsten Mal.